Wie leistet meine Verkaufsorganisation ein Optimum? Der Markt, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, ist heute härter denn je. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie ein Optimum aus der zur Verfügung stehenden Organisation herausholen. Auch in Ihrem Betrieb ist der Verkauf die Abteilung, die Ihr Betriebsergebnis am stärksten beeinflusst. Hier wird über Gewinn oder Verlust entschieden. Wir haben in den letzten Monaten bei vielen Händlern in ganz Europa Meinungen über die Hauptprobleme des Bereiches Verkauf eingeholt. Ein Hauptproblem, das bei fast allen Händlern erwähnt wurde, ist das Führen der Verkäufer und die Motivation des Verkaufsteams. Aufgrund dieser Umfrage haben Ford-Händler drei Hauptanforderungen. Erstens, dass die Verkäufer zu Spitzenleistungen motiviert sind und bleiben. Zweitens, dass bereits bei der Rekrutierung des Verkaufspersonals das richtige Kaliber der Leute definiert und ausgewählt wird. Und drittens, dass die Verkäufer richtig ausgebildet und trainiert werden, um ihre Arbeit professionell zu erledigen. Um Sie in diesen drei wichtigen Führungskriterien zu unterstützen, haben wir zusammen mit bekannten Beratungsfirmen drei Videokassetten hergestellt. Die erste Kassette, wie motiviert man ein Verkaufsteam, beginnt gleich anschließend. Die beiden anderen Kassetten, die einerseits die Personalsuche und Selektion und andererseits das Verkäufertraining betreffen, folgen in Abständen von je rund 2 Monaten. Nehmen Sie sich bitte eine Stunde Zeit, während welcher Sie die einzelnen Kassetten studieren. Lesen Sie bitte auch den begleitenden Text. Ich bin überzeugt, dass Sie, wenn Sie das tun, sehr viel aus diesen einzelnen Kursen herausholen werden. Wenn Sie dann mittels eines Aktionsplanes das erworbene Wissen in die Tat umsetzen, zweifle ich nicht im geringsten an einem gesteigerten Betriebserfolg in Ihrer Firma. Diesen Erfolg wünsche ich Ihnen. Sie haben die Grundlagen dazu vor Ihnen auf diesem Bildschirm. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt die höchste Auszeichnung für Verkauf in diesem Jahr. Ich glaube, die meisten von Ihnen werden nicht überrascht sein. Zum dritten Mal nacheinander, Gerhard Dahl. Ausgezeichnet, Gerhard. Vielleicht verrätst du uns in diesem Jahr dein Geheimnis. Ich sage es dir nächstes Jahr, wenn ich es wieder schaffe. Der gute alte Gerhard. Dabei haben wir zusammen als Verkäufer angefangen. Das wird ihm schon zur Gewohnheit. 3-mal nacheinander hat er den ersten Preis für Verkauf bekommen. Ja, ich wüsste auch gerne, was sein Geheimnis ist. Während der Cocktailparty, die der Preisverleihung folgt, hat Richard Jäger die Gelegenheit, mit seinem alten Freund Gerhard Dahl zu sprechen. Beide fingen gleichzeitig als Verkäufer in dem gleichen Ford-Händlerbetrieb an, wo sie dann auch gute Freunde wurden. Beide waren damals gute Verkäufer. Gerhard Dahl ist jetzt Verkaufsleiter, während Richard Jäger einen eigenen Händlerbetrieb leitet. Obgleich sie als Verkäufer beide ernste Konkurrenten waren, hat sich als Manager Gerhard Dahl als sehr effektiv erwiesen. Er hat gerade mit seinem Betrieb für Verkaufserfolge den ersten Preis gewonnen und das jetzt schon im dritten Jahr. Richard Jäger war es auf der anderen Seite nicht möglich, ähnliche Erfolge zu erzielen. Richard weiß, dass er Probleme mit seiner Verkaufsmannschaft hat und weiß auch, dass er einen Weg finden muss, diese Verkaufsmannschaft zu besseren Ergebnissen zu bringen. Er bittet Gerhard um Rat. Es stimmt. Ich konzentriere meine Zeit und Energie darauf, mein Verkaufsteam zu leiten, Ergebnisse durch Ihre Arbeit zu erzielen. Ich habe selbst seit 2 Monaten keinen Wagen verkauft. Oh, klingt gut, wenn du das schaffst. Hast du ein Patentrezept für meine Probleme? Ich fürchte, nein. In der nächsten Woche bin ich in einer persönlichen Sache in deinem Gebiet. Keine Sorge, ich will dir keinen Wagenparkkunden abspenstig machen. Ich könnte bei dir im Händlerbetrieb hereinschauen und vielleicht kann ich dir ja helfen, ein paar Problembereiche zu durchdenken. Ich würde sowieso gern deinen Händlerbetrieb sehen. Meine Idee, ich würde mich freuen. Gut, ich bin ab Donnerstag da und... Donnerstag?
Müsste ab 2 Uhr Zeit haben. Ja, 2 Uhr, das geht. Also bis 2. Mhm. Na denn, alter Junge. Na denn. Guten Tag. Mein Name ist Gerhard Dahl. Ich bin mit Herrn Jäger verabredet. Da drüben ist sein Büro. Danke. Herein. Hallo, Gerhard. Hallo, Richard. Sieht aus, als wärst du mittendrin. Und wie? Du bist zu pünktlich für mich. Ich hätte gerne noch ein paar von diesen Berichten fertig gekriegt, ehe du kamst. Setz dich und möchtest du einen Kaffee? Gute Idee. Georg, sagst du Brigitte bitte, sie soll uns einen Kaffee machen. Danke. Gute Fahrt gehabt? Ja, sehr einfach. Ich kenne die Strecke. Mein Bruder wohnt ganz in der Nähe. Ich wollte schon längst mal hereinschauen, aber irgendwie hat es nie geklappt. Na, ich bin froh, dass du es diesmal geschafft hast. Ich habe Waltraud gesagt, dass du kommst und sie besteht darauf, dass du zum Abendessen bleibst. Hast du Zeit? Ja klar, großartig. Ich habe Waltraud nur 4 Jahre nicht gesehen und dein Sohn muss jetzt fast so groß sein wie du. Ha, größer. Er ist schon fast 18. Und weißt du, wenn mich die Arbeit nicht schafft, dann schafft garantiert er mich abends beim Squash. Naja. Es war schön, dich bei der Konferenz zu sehen. Und auf dem Podium, wo du den Preis bekamst. Ich wüsste nicht, wem ich die Medaille eher gönnen würde. Außer mir, natürlich. Siehst du, dass ich gerne ein paar Tipps hätte, war mir ganz ernst. Du weißt doch, wir beide haben im selben Händlerbetrieb als Verkäufer angefangen. Und wir haben auf der Leistungstafel des Händlerbetriebs praktisch Kopf an Kopf gelegen. Aber seit damals hat sich das Bild leicht verschoben. Das ist keine Zauberei, Richard. Ja, das Bild sieht jetzt anders aus. Aber wir leiten jetzt. Wir verkaufen nicht mehr. Und vielleicht haben wir uns in verschiedene Richtungen entwickelt. Das klingt, als ob du bei dir Probleme siehst. Was macht dir Sorgen? Nun, im Grunde meine Verkäufer. Insgesamt bringen sie einfach keine Leistung. Ich glaube, sie sind nicht motiviert. Okay, sehen wir uns mal dieses Problem mit der Motivation an, wie man mehr durch sein Verkaufsteam erreicht. Das ist eine harte Nuss und wenn du sie nicht knackst, wird es schwierig für dich, deine Verkaufsmannschaft zu leiten. Woran siehst du, dass deine Verkäufer nicht motiviert sind? Woran ich das sehe? Schau sie dir an. Die quatschen da schon seit einer halben Stunde und wer weiß, wie lange die Kunden schon warten. Die waren schon da, als ich hereinkam. Sieht nicht sehr gut aus. Was zum Teufel macht ihr denn da? Da stehen Kunden und warten. Geht! Komm! Tut mir leid, Gerhard. Ich würde gerne sagen, du hast mich an einem schlechten Tag erwischt, aber ich fürchte, das ist ziemlich typisch. Diese Burschen scheinen einfach keine Initiative zu haben, kein Elan. Du siehst ja, sie sehen noch nicht mal, dass Kundschaft da ist. Weißt du noch, als wir beide Verkäufer waren... Hör auf, Richard. Beruhige dich. Hör zu. Die Erinnerung an unsere Verkäuferzeit bringt gar nichts. Die Zeiten haben sich geändert. Wir leben in einer anderen Welt. Sieh dir die Konkurrenz an. Sie ist viel härter. Wir müssen um jeden einzelnen Kunden kämpfen und die Konkurrenz tut genau das Gleiche. Du redest vom Umgang mit Kunden, die hereinkommen. Sicher, das ist wichtig. Aber heutzutage kommen viel weniger herein. Ein Verkäufer darf heute nicht nur Auftragsannehmer sein, er muss losgehen und die Kunden suchen. Okay, Gerhard, ich weiß das. Aber was kann ich sonst noch tun? Ich kann sie nicht an der Hand zu jedem einzelnen Kunden führen. Richard, was ich dir klar machen möchte, ist, dass der Job des Verkäufers viel härter geworden ist, als er früher war. Und dass er laufend härter wird. Und hier liegt deine Aufgabe. Dringender als je zuvor brauchen wir eine starke Führung im Verkauf. Die Spitzenleute werden immer gut zurechtkommen, ohne viel Hilfe von dir und mir.
Die normalen Leute brauchen deine Aufmerksamkeit. Und mit der richtigen Führung können sie auch Spitzenleute werden. Ja, ja. Es stimmt, Richard. Ich habe den Preis nicht dafür bekommen, dass ich meine Verkäufer habe arbeiten lassen und selbst abgewartet habe. Wenn du erwartest, dass deine Jungs außerhalb des Ladens nach Umsatz suchen, ist es deine Aufgabe, sie dafür zu begeistern. Und ihre Arbeit so zu organisieren, dass sie das auch können. Damit sind wir wieder bei der Motivation. Selbst wenn du Arbeit gut organisiert hast, wird es keinen Erfolg haben, wenn deine Verkäufer nicht daran interessiert sind, ordentliche Arbeit zu leisten. Also, ich glaube, die meisten Führungskräfte haben dasselbe Problem. Sie wissen nicht, was die Verkäufer motiviert. Deshalb konzentrieren sie sich auf die falschen Dinge. Sie machen Fehler. Viele Führungskräfte machen den Fehler zu glauben, dass Verkäufer nur durch den Wunsch nach mehr Geld motiviert werden. Aber das stimmt nicht unbedingt. Ja, ich stimme zu. Aus eigener Erfahrung, in meinem alten Händlerbetrieb war der Umsatz im Sinken. Und der Verkaufsleiter legte 2% Provision darauf, um die Verkäufer zu aktivieren. Der Umsatz stieg ein bisschen für 2 Monate und dann war alles wieder beim Alten. Er hat also keine wirkliche Umsatzsteigerung erreicht und saß jetzt auf der höheren Provision fest und damit natürlich auf weniger Gewinn. Eine teure Art, diese Lektion zu lernen, aber ich fürchte keine ungewöhnliche. Hör zu, Richard. Ich möchte dich fragen, was meinst du, was Verkäufer wirklich motiviert? Ich weiß nicht genau. Aber als ich noch Verkäufer war, da war es einfach die Begeisterung zu verkaufen, einen Abschluss zu machen. Genau das ist es. Das stärkste Bedürfnis eines Spitzenverkäufers ist persönlicher Erfolg. Der Wunsch, bei seiner eigenen Arbeit Erfolg zu haben. Jeder hat andere Bedürfnisse. Der eine stärker, der andere schwächer. Aber wir haben alle das Bedürfnis, etwas zu erreichen. Das Bedürfnis musst du bei deinen Jungs wecken. Ich glaube, du hast völlig recht. Ich glaube, gute Verkäufer werden mehr durch die Befriedigung in ihrer Arbeit motiviert als durch Sachen wie Geld. Das stimmt jedenfalls bei meinem Spitzenverkäufer, Harald. Sehr ehrgeizig. Er will unbedingt jeden Monat an der Spitze der Leistungstafel stehen. Jetzt will er seinen eigenen Rekord brechen. Er pflegt den Kontakt zu seinen alten Kunden, arbeitet sein eigenes Akquisitionsprogramm aus und bleibt am Ball, ohne dass ich ihn schubse. Hallo, ist da Herr Hansen? Ja, hier ist Harald Alzen vom Autohaus Meyers, Herr Hansen. Sehr gut, vielen Dank. Und wie kommen Sie mit Ihrem neuen Escort zurecht? Das freut mich zu hören. Ich rufe Sie an, weil ich aus meinen Unterlagen ersehe, dass Ihr Wagen für die erste Inspektion fällig ist. Ich habe von unserer Werkstatt erfahren, dass Sie noch nicht angemeldet sind. Möchten Sie, dass ich das für Sie erledige? Harald ist ein Spitzenmann. Ohne Zweifel. Sicher. Wenn Sie alle so wären, hätten wir keine Probleme. Aber Bernd zum Beispiel. Ein ganz anderes Bild. Der Bursche hat früher ziemlich viel verkauft. Ich schätze, er war durch ein Leistungsbedürfnis motiviert. Er wollte bei seiner Arbeit Erfolg haben. Aber im Moment klappt es nicht so recht. Ich glaube, er hat einige Probleme zu Hause. Er hat kürzlich ein neues Haus gekauft und vielleicht sind seine Hypotheken höher, als er zurzeit verkraften kann. Jetzt hat seine Frau aufgehört zu arbeiten. Sie wird bald ein Kind bekommen, also kommt weniger Geld herein. Das belastet ihn sicher sehr. Mir ging es jedenfalls so, als ich eine Familie gegründet habe. Was meinst du, wie teuer das alles ist? Guck mal, was auf dem Tisch steht. Ich muss an allem sparen. Ja, ja, und ist heute ja muss gut. Ich ein... Zeigt sich die Belastung bei der Arbeit? Ganz bestimmt. Er verkauft einfach nicht genug. Er ist reizbar, regt sich über jede Kleinigkeit auf, verträgt weder Kritik noch Vorschläge, wie er seine Arbeit vielleicht besser machen könnte. Nicht nur das. Auch die Erträge aus seinen Abschlüssen waren in letzter Zeit nicht besonders gut. Und was ihn betrifft, gibt es immer einen Grund dafür. Ja, und nicht nur ich, auch die anderen Jungs haben das bemerkt. Auch das ist Teil deiner Führungsaufgabe, Richard. Wir haben darüber gesprochen, dass ein guter Verkäufer ein starkes Leistungsbedürfnis hat. Aber du musst dir auch bewusst sein, dass es persönliche Probleme gibt, die sein Leistungsbedürfnis beeinflussen können und damit auch seinen Erfolg bei seiner Arbeit. Dann musst du dich darum kümmern.
Wenn ihn etwas in seinen Grundfesten erschüttert, dann richtet sich seine Aufmerksamkeit wieder stärker auf seine Grundbedürfnisse. In diesem Fall Bernds Fähigkeit, seiner Familie ein Heim zu schaffen. Und ganz allgemein darauf, dass er sich zu Hause wohlfühlt. Das ist im Augenblick sein stärkstes Bedürfnis. Bis er dieses Problem gelöst hat, wird es praktisch unmöglich sein, ihn zu motivieren. Aber was kann ich daran machen? Ich kann dir nicht genau sagen, was du im Falle von Bernd tun kannst. Ich würde ihn zu einem Gespräch bitten. Ihm sagen, wie ich die Sache sehe, welche Veränderungen ich bei ihm bemerkt habe und versuchen zu erreichen, dass er offen über seine Probleme redet. Vielleicht kannst du ihm doch irgendwie helfen. Ich würde jedenfalls alles versuchen, denn bis diese Grundprobleme irgendwie gelöst oder gemildert sind, glaube ich kaum, dass sich seine Verkaufsziffern verbessern werden. Ich glaube, du hast recht. Ich werde gleich morgen früh mit ihm sprechen. Heute Abend rede ich mit Waltraud darüber. Sie kennt seine Frau. Vielleicht hat sie eine Idee. Gut, also denk dran, Richard. Sobald die persönlichen Probleme beseitigt sind, ist deine wichtigste Aufgabe bei der Führung deines Verkaufsteams, das Leistungsbedürfnis zu wecken. Den Wunsch, bei der eigenen Arbeit Erfolg zu haben. Und dann die Möglichkeit zu schaffen, dass dieser Wunsch befriedigt wird. Der Wunsch, etwas zu leisten, steckt in jedem von uns, mehr oder weniger. Dein Job ist es, ihn zu wecken. Herein. Ah, da ist ja der Kaffee. Danke, Brigitte. Vielen Dank. Ich stimme hundertprozentig mit dir überein, dass ich bessere Ergebnisse bekommen werde, wenn ich erreiche, dass sie daran interessiert sind, etwas zu leisten. Aber das ist es ja eben. Wo steckt das Geheimnis? Wie mache ich das mit diesen Burschen? Wie ich schon gesagt habe, das ist keine Zauberei. Es gibt eine Menge, was du machen kannst. Darüber wollen wir reden. Aber denk dran, dass du es bist, der dafür verantwortlich ist, diese Sachen zu tun. Deine Jungs in Bewegung zu bringen, ihre Verkaufsnadel in Bewegung zu bringen. Es wird nicht klappen, wenn du nicht selbst begeistert bist, Schrittmacher bist und die Sache durchziehst, jedes Mal. Also gut, wir wollen darüber reden, was du tun kannst. An deiner Stelle würde ich mir Notizen machen. Vielleicht willst du später darauf zurückkommen. Gut, lass uns aber zuerst einen Kaffee trinken. Gut. Schwarz oder weiß? Schwarz und ohne Zucker. Sehr freundlich. Bitte. Danke. Sofort, leg los. Mhm. Zunächst einmal hast du mir erzählt, dass du deinen Leuten oft gesagt hast, sie sollen losgehen und Kunden suchen. Ich frage mich, wie du es ihnen gesagt hast. Ich bin aber trotzdem zu dem hingefahren. Das ist ja lustig. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt... Also, passen Sie auf, habe ich ihm gesagt. Also los! Nur weil der Ausstellungsraum leer ist, heißt das nicht, dass ihr den ganzen Tag rumstehen könnt. Schaut mal ein bisschen nach euren Kunden. Vielleicht könnt ihr ihnen ein Auto verkaufen. Das Geschäft ist da draußen. Geht los und holt es euch. Es reicht nicht einfach, deinen Verkäufern zu sagen, dass sie mehr Kunden suchen müssen. Sag ihnen auch, warum. Das betrifft alle Aspekte ihres Berufs. Du musst ihnen ihre Aufgabe beschreiben, klar und rational. Ihnen erklären, was du von ihnen erwartest und warum. Erkläre ihnen die veränderte Rolle des Verkäufers und die Veränderungen auf dem Kraftfahrzeugmarkt, dass dadurch größere Anstrengungen bei der Kundensuche nötig sind. Okay, Leute? Ihr wisst, dass eure Verkaufsziffern nicht so gut sind, wie wir das gerne hätten. Das ist nichts Neues. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Und wir meinen, dass wir hier im Laden nicht schlecht verkaufen. Aber wir haben unser Ziel immer noch nicht erreicht. Was meint ihr, woran es liegt? Im Verkaufsraum sind keine Kunden. Genau. Der Kunde schaut sich eben um. Oder er wartet einfach und überlegt. Seht es mal von seinem Standpunkt aus. Wir haben einen Käufermarkt. Früher haben die Leute immer und immer wieder dieselbe Marke gekauft. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und diese Kundentreue gibt es nicht mehr. Da sind Ford, VW, Renault und sonst noch wer. Und alle wollen ihm unbedingt ein Auto verkaufen. Überlegt mal. Er braucht gar nicht überall in den Laden zu gehen. Er bekommt die Prospekte ins Haus. Anzeigen der Zeitung, er wird sogar besucht. So, stellt euch diesen Kunden vor. Können wir es uns da noch leisten, im Ausstellungsraum herumzusitzen und auf ihn zu warten? Wenn wir das machen, werden wir uns wohl den Hintern wund setzen. Genau. Ihr seht also, dass ich auch um euer Wohlbefinden besorgt bin. Nun, ihr wisst alle, dass es zu eurem Job gehört, Kunden zu suchen. Das ist hart. Aber nur so können wir die Konkurrenz schlagen. Ich möchte einmal ganz klar ausdrücken, was ich in den nächsten 3 Monaten vorhabe. Ihr wisst,
Wir haben ein Programm ausgearbeitet, bei dem wir uns um Renault 5 und Polofahrer kümmern. Ich möchte mit jedem von euch ein Ziel festsetzen. Ziele für die Zahl der Kontakte und Ziele für die Zahl der Kundengespräche. Wenn du den Leistungswillen in deinen Verkäufern wecken willst, musst du die ganze Basisarbeit machen, den Weg ebnen. Du musst dafür sorgen, dass sie genau wissen, was du von ihnen erwartest. Welche Prioritäten du setzt und warum. Ich habe wohl zu leicht angenommen, sie wüssten, was ich erwarte. Ihre Prioritäten seien die gleichen wie meine. Auf keinen Fall. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Bedürfnisse und Probleme bei jedem Verkäufer anders sind. Also haben sie natürlich auch verschiedene Prioritäten. Du musst mit jedem Einzelnen arbeiten, ihm helfen, die Probleme zu lösen, die seinem Willen im Wege stehen, etwas zu leisten, mehr zu verkaufen. Und dann musst du ihm vollkommen klar machen, welche Prioritäten du im Fahrzeugverkauf setzt. Das ist also das Erste, was du tun musst, um den Weg zu ebnen, ihre Aufgabe klar zu definieren. Und das bedeutet, dass du deine Prioritäten zunächst selbst im Kopf klar bekommen musst. Ein weiterer Punkt ergibt sich daraus. Du musst für jeden einzelnen Verkäufer Verkaufsziele setzen. Ich weiß, das ist wichtig. Ich sorge dafür, dass alle meine Verkäufer nach klaren Verkaufszielen arbeiten. Und wie machst du das? Nun, in der Besprechung mit meinem Zonenleiter einigen wir uns auf Verkaufsziele für den Händlerbetrieb. Die schlüssle ich für jeden Verkäufer einzeln auf und teile ihm seine Ziele für das kommende Jahr mit. Das ist ganz einfach. Das sehe ich auch, aber akzeptieren Sie das? Was? Natürlich akzeptieren Sie das. Es kommt schließlich von mir. Ich halte nichts davon, Verkaufsziele mit meinen Verkäufern auszuhandeln. Richard, wenn ein Verkäufer Verkaufsziele setzt, die er für unrealistisch hält, kannst du sicher sein, dass er sie nicht erreichen wird. Du entmutigst ihn. Er betrachtet sie als deine Ziele für ihn, statt als seine eigenen persönlichen Ziele. Es ist entscheidend, dass du jedem Verkäufer seine Ziele verkaufst, ihm das Gefühl gibst, dass es seine sind. Gut, du weißt, dass wir hier sind, um die Ziele für das nächste Jahr zu besprechen. Ich will die Karten auf den Tisch legen. Ich habe vor, im kommenden Jahr den Umsatz um 12% zu steigern. Was? Ja, ich weiß, das ist viel. Wie du weißt, haben wir im vergangenen Jahr unser Ziel von 10% Gesamtsteigerung knapp geschafft. Aber ich habe mir die Verkäufer alle einzeln angeschaut und ich bin überzeugt, wir können es schaffen. Ich erwarte von jedem eine Steigerung von 12% im nächsten Jahr. Na komm, Gerhard, du kannst keine Wunder erwarten. Wir wissen alle, wie der Markt im Augenblick aussieht. Ich weiß, Thomas. Ich weiß. Wie gesagt, es ist nicht leicht, aber schauen wir einmal nach, ob es für dich realistisch ist. Nehmen wir deine Zahlen vom vergangenen Jahr. Du weißt, dass du nicht an der Spitze der Leistungstafel gestanden hast. Ein Grund dafür war, dass du am Jahresanfang einen sehr schlechten Start hattest. Während unserer größten Werbeaktion warst du krank. Dadurch hast du die günstige Gelegenheit verpasst, deine Verkaufsziffern zu steigern. Nun, in den letzten 4 Monaten hast du dagegen bestens abgeschnitten und bist auf dem besten Wege, das Jahresziel zu erreichen. Wenn ich von einer Steigerung von 12% spreche, dann sage ich nur, du sollst weitermachen wie in den letzten 3 Monaten. Also, wenn du es so ausdrückst, dann glaube ich, es geht. Du bist also einverstanden. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dass ich dir was vorschreibe. Aber ich glaube, wenn du so weitermachst, kannst du es erreichen und sogar übertreffen. Ja, akzeptiert. Das ist eine Herausforderung. Sehr gut. Nun, wie kann ich dir helfen, dieses Ziel zu erreichen im internen Ablauf? Durch Unterstützung, Werbeaktion, Anzeigen? Wenn du die Verkaufsziele absprichst, musst du auch feststellen, ob es Probleme oder Schwächen gibt, bei denen er Hilfe braucht. Und wenn dir ernsthafte Probleme aufgefallen sind, bring sie unbedingt auf den Tisch und sprich darüber, was man daran machen kann. Also auch darum musst du dich kümmern, wenn du deine Verkäufer motivieren willst. Die Verkaufsziele mit ihnen absprechen und mit ihnen darüber reden, wie du ihnen helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen. Sorge dafür, dass sie herausfordernd sind, aber realistisch. Und dass jeder Verkäufer sie als seine eigenen persönlichen Ziele akzeptiert. Wie ist es mit Verkaufsbesprechungen? Wie oft finden sie bei dir statt? Früher täglich, aber jetzt nur noch 2-mal in der Woche. Bei täglichen Besprechungen ist es fast unmöglich, das Interesse aufrechtzuerhalten. Man wiederholt sich. Die Jungs fangen bloß an, nach Sachen zu suchen, über die sie sich beschweren können. Vielleicht liegt es ja daran, wie du die Besprechung aufziehst. Ich finde es sehr wichtig, jeden Morgen mit meinen Verkäufern zu sprechen, um sie in Verkaufsstimmung zu bringen, sie zu motivieren, sie für den Tag in Gang zu setzen. Und das braucht sich nicht zu wiederholen. Du kannst in diesen Besprechungen alles in der Verkaufsabteilung mit ihnen besprechen, was ihre Arbeit beeinflusst.
Da gibt es eine Menge. Änderungen in der Verkaufspolitik, Liefermöglichkeiten, Preise, was die Konkurrenz macht. Und natürlich, wenn du regelmäßig annoncierst, musst du dafür sorgen, dass deine Jungs diese Anzeigen und Angebote bei den Kunden benutzen. Außerdem kannst du in den Besprechungen deinen Verkäufern Rückmeldungen über ihre Leistung geben und in der Gruppe die Arbeit und die Verkäufe jedes Einzelne besprechen. Du machst Spaß! Meine Jungs würden sich zu Tode langweilen, wenn sie herumsitzen und zuhören müssten, was alle anderen gemacht haben. Ich glaube nicht. Versuch's. Du wirst vielleicht feststellen, dass sie Tipps voneinander bekommen und sie auch benutzen. Das kann sehr einträglich sein und es ist eine einfache und billige Ausbildung. Ich weiß, wie wichtig es ist, ihre Gefühle für den Wagen zu wecken. Michael, das war sehr gut, wie du bei dem Escort einen so hohen Ertrag herausgeholt hast. Erzähl mal, wie du das gemacht hast. Nun, ich habe dem Mann in den letzten 6 Jahren 3 Wagen verkauft. Er hält sie gut in Schuss und ich wusste, dass ich ohne allzu hohen Rabatt mit ihm einig werden könnte. Ich habe regelmäßig mit ihm Kontakt gehalten und dafür gesorgt, dass er zufrieden war. Ich war immer fair mit ihm und er vertraut mir. Also hat er dich auch zufriedengestellt. Gut gemacht. Leo, was ist mit dem Kunden, mit dem ich dich gestern gesehen habe? Du warst doch über eine Stunde mit ihm bei diesem Escort GL. Ja, aber es hat schließlich nichts genutzt. Er wollte diesen Wagen. Er musste silbergrau sein. Und er wollte ihn sofort. Aber der da war schon verkauft. Und ich konnte ihn nicht für einen anderen begeistern. Warte mal. Philipp, gab's da nicht Schwierigkeiten mit der Finanzierung bei dem Mann, der diesen Escort gekauft hat? Ach ja, ich habe es gerade erfahren. Sie haben es abgelehnt. Das ist schon die 2. Firma, die seine Finanzierung abgelehnt hat. Philipp, mit Versprechungen ist kein Geschäft zu machen. Leo, der Wagen gehört dir. Hast du seine Telefonnummer? Sicher. Ich rufe ihn heute noch an. Tut mir leid, Philipp. Na, macht nichts, Leo. Ich versuche ihn für einen billigeren Gebrauchtwagen zu interessieren. Na, das ist eher sein Stil. Also denk dran, Richard. Du musst dafür sorgen, dass deine Verkaufsbesprechungen nicht langweilig werden und sich wiederholen. Du musst führen und das Tempo setzen. Erinnerst du dich? Du hast gesagt, dass dein Spitzenverkäufer ein ehrgeiziger Typ ist. Warum versuchst du nicht, in deinen anderen Jungs diesen Ehrgeiz zu wecken? Gerhard, das habe ich versucht. Ich habe Wettbewerbe gemacht. Wochenendausflüge, gemeinsames Essen, Preise ausgesetzt. Aber es scheint nichts zu ändern und es kostet Geld. Was kann ich sonst machen? Nun, bei mir gibt es den wandernden 100-Mark-Schein für den höchsten Ertrag des Monats. Was ist das? Bei jeder Verkaufsbesprechung sehen wir uns die Erträge an und wenn jemand einen höheren Ertrag hat, wandert der Schein weiter. Wer ihn am Monatsende hat, darf ihn behalten. Ihn so weiterzugeben, spornt die Jungs wirklich an. Ich dachte, wir wären uns einig, dass man mit Geld nicht mehr Leistung aus den Verkäufern herausholt. Das stimmt, aber hier geht es nicht nur um das Geld. Das ist noch nicht einmal die Hauptsache. Die Hauptsache ist, der Mann, der am Ende des Monats das Geld hat, ist der Spitzenverkäufer des Monats. Er hat etwas Wichtiges erreicht. Und alle wissen es. Das Geld ist nur ein Symbol dafür. Also, wer hat den 100er? Philipp, ich fürchte, Michael kriegt ihn heute. Gib ihn noch nicht aus, Michael. Wenn jemand einen höheren Ertrag hat, musst du ihn weitergeben. Guck ihn dir gut an, Michael. Morgen gehört er mir. Denk an den Escort-Kunden. Er ist nur einen Anruf entfernt. Das ist keine schlechte Idee. Ich werde es versuchen. Würde ich machen. Die richtigen Wettbewerbe mit Begeisterung betrieben, sind ein ausgezeichnetes Mittel, deine Verkäufer zu motivieren. Und ein interessanter Punkt, Richard. Obwohl die Jungs untereinander konkurrieren, wirst du merken, dass es den Teamgeist und den Sinn für gemeinsame Ziele stärkt. Wir haben schon gesagt, dass die Basisarbeit geleistet und der Weg geebnet werden muss. Das ist auch wichtig. Wenn du in den Besprechungen deine Verkäufer in Verkaufsstimmung bringst, musst du unbedingt auch dafür sorgen, dass sie alles haben, was sie für die Arbeit brauchen. Das heißt, gut organisierte und effektive Akquisitionsprogramme, Kenntnis aller Maßnahmen von Werkstatt und Lager, die sie betreffen, klare Anweisungen über Finanzierungsmöglichkeiten, leichten Zugang zu jedem im Händlerbetrieb und ich bin sicher, es fällt dir noch einiges mehr ein. Das ist dein Job als Verkaufsleiter. Dafür sorgen, dass sie das Werkzeug für ihre Arbeit haben.
Also, Richard, damit hast du ein paar Anregungen, was du machen kannst, um dein Verkaufsteam zu motivieren. Und ich bin sicher, dir wird noch einiges mehr einfallen. Und Richard, wenn du dich an sonst nichts heute Nachmittag erinnerst, dann erinnere dich an Folgendes. Mach nicht den Fehler, den so viele andere Führungskräfte machen, die herumsitzen und sich beklagen, dass sie ihre Verkäufer einfach nicht genug verkaufen. Es ist dein Job, sie zum Verkaufen zu bringen. Fang bei dir selbst an, nicht bei deinen Verkäufern. Du musst den guten alten Leistungswillen in ihnen wecken. Dafür sorgen, dass sie alle Hilfsmittel haben, um diesen Willen in die Tat umzusetzen. Und du musst selbst ein kraftvolles und optimistisches Beispiel setzen. Begeisterung steckt an, Richard. Sie werden nachziehen und dann hast du es geschafft. Nichts hindert dich, mir im nächsten Jahr diese Medaille abzunehmen. Das ist im Augenblick zu optimistisch. Aber es macht mich nachdenklich. Ganz im Ernst, Gerhard. Ich glaube, das war für mich der nützlichste Nachmittag seit Wochen. Du hast völlig recht. Ich muss aufhören zu jammern. Ich muss endlich selbst die Verantwortung dafür übernehmen, einen Betrieb aufzubauen, der mein Verkaufsteam motiviert. Und du hast mir gezeigt, wie man das macht. Es freut mich, dass du mich verstanden hast. Mir ist schon lange klar, wie wichtig die Verkaufsleitung ist. Und wahrscheinlich war ich deshalb so lange an der Spitze der Leistungstafel. Ich hoffe, du wirst einiges von dem, was wir besprochen haben, in die Tat umsetzen. Und zwar bald. Ich bin schon weiter, Gerhard. Ich denke darüber nach, wie ich die Verkaufsbesprechung am Donnerstag aufziehe. Genau. Morgen ist Planungstag. Außerdem muss ich über mein Einstellungsverfahren nachdenken. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Siehst du, ich habe neulich einen Mann verloren. Und ich weiß, ich hätte ihn nie einstellen sollen. Nun, auch das ist ein wesentlicher Teil deiner Arbeit. Und wenn du von vornherein nicht das richtige Rohmaterial bekommst, wird deine Arbeit doppelt schwer. Pass auf, wir wollen nicht beim Essen vom Geschäft sprechen. Das würde Waltraud sicher nicht motivieren, mich wieder einzuladen. Aber ich könnte dir auch einige Tipps über Neueinstellungen geben und dir helfen, nicht denselben Fehler wiederzumachen. Besuch mich doch nächste Woche mal in meinem Händlerbetrieb. Ah, ist eine gute Idee. Lass uns einen Termin ausmachen. Ich will Waltraud anrufen und ihr sagen, dass du mitkommst.